Die Soester EG brannte gegen Troisdorf ein wahres Feuerwerk ab. Mit 16:2 fegten die Bird-Indianer die Rheinländer zum Rückrundenauftakt im NRW-Liga-Pokal vom Eis. Und so durften Fans und Spieler gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung Pokalsieg feiern. Martin Pietsch besorgte in der dritten Minute das 1:0. Kurz darauf ließ Christian Sprenger das 2:0 folgen. Nach dem 2:1 durch Tobias Müller rasselte Jan Buschmann mit dem Torschützen der Gäste zusammen. Beide konnten nach Behandlung weiterspielen. Thomas Ehlert erzielte mit dem 3:1 den Zwischenstand für die erste Drittelpause. In den folgenden beiden Dritteln beherrschten die Börde-Indianer das Geschehen total. Und die zum Teil kostümierten Fans durften Karneval feiern. Hier die Tore der letzten beiden Drittel im Zusammenschnitt. Christoph Feske setzte mit 2 Treffern am Ende den Schlusspunkt und gab sein Statement ab. 16:2, war es das mit dem Pokal? Habt ihr den jetzt sicher? Oder? Ja, was heißt war es? Wir haben noch ein Spiel jetzt Samstag in Gladbach. Dann haben wir noch ein Spiel in Duisburg, wird auch schwer. Und ich denke mal, jetzt zu Hause gegen wir. Also ich sag mal, wenn wir das nächste Spiel gewinnen sollten, müssen wir eigentlich so gut wie durch sein. Ja gut, ihr seid jetzt, Martin Köchling und du, aus Hamm gekommen. Hättet ihr euch das so hier vorgestellt, dass es so glatt läuft? Nee, also ehrlich gesagt nicht, aber wie gesagt, die Mannschaft ist gut zusammengeschweißt und das harmoniert alles und wir spielen echt super Eishockey und wenn es so weitergeht, kann man weiter nach oben schauen.